So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Beschlussantrag des Stadtrats Ungläubiger zum Thema Wiederbelebung des Faschings in der Stadt. Passiamo dunque all'ultimo punto dell'ordine del giorno, delibera proposta dall'assessore Ungläubiger dal titolo Rilancio del Karnevale in Città. Bitte, Herr Stadtrat. Verehrter Herr Bürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass in den letzten Jahren in unserer Stadt jegliche Faschingskultur verloren gegangen ist. Keine Umzüge mehr, keine Maskenbälle mehr, keine Faschingsrevuen, keine Faschingszeitungen, rein sauber, gar nichts mehr. Salvo qualche ubriaco in più che urla in giro per le strade. La prego, signor Consigliere. Also, nichts Erfreuliches tut sich mehr in unserer Stadt in der närrischen Zeit. Da ist es kein Wunder, dass in den Faschingsferien die Hotels leer bleiben. Weil nichts los ist, will niemand mehr bei uns Urlaub machen und unsere eigenen Leute verreisen zu Fasching. Die fahren zum Karneval nach Rio oder zum Mardi Gras nach New Orleans oder wenigstens nach Köln. Ai miei amici vanno tutti a Venezia. Lì sì che c'è un Karnevale come si deve. Ja, und in Villach, da machen die eine so tolle Faschingsrevue, dass sie sogar im Fernsehen übertragen wird. Also bitte, meine Damen, Sie haben jetzt nicht das Wort. Wenn Sie den Kollegen dauernd unterbrechen, dann zieht sich die Sitzung unnötig in die Länge. Wollen Sie vielleicht am Nachmittag noch weiter sitzen? Per carità, devo andare a farmi i capelli. Also bitte, Kollege Ungläubiger, fahren Sie fort mit Ihren Ausführungen. Das Problem ist uns allen klar. Sie können ruhig ein bisschen stringere. Ja, also eben, als zuständiger Stadtrat habe ich aus den genannten Gründen zusammen mit der Kollegin Tomacki die Initiative ergriffen. Wir haben ein paar Agenturen beauftragt, Vorschläge für eine Kampagne zur Wiederbelebung des Faschings auszuarbeiten. Die möchten wir kurz vorstellen, bevor ich den Beschlussantrag für die Finanzierung der Kampagne zur Abstimmung bringe. Bitte, Christina, möchtest du beginnen? Ecco, io non voglio farvi perdere tempo con inutili spiegazioni. Vi mostro subito l'immagine, in modo che possiate farvi un'idea. Grafica semplice, messaggio chiaro. Sì, grafica sempliciotta come l'assessore, direi. Non l'avrà mica fatta l'agenzia di tuo marito? Consigliere Urzetti, la prego di rispettare le regole del consiglio. Bitte, Kollegin Knollo, Sie haben das Wort. Zunächst möchte ich betonen, dass ich grundsätzlich gegen diese Kampagne bin. Einem wahren Patrioten und natürlich allen Patriotinnen kann es nur recht sein, dass zu Fasching nicht viel los ist. Schließlich fällt ja der Gedenktag an unseren Volkshelden meist in den Fasching. Unser mancher Tourist hat die Gedenkfeier schon für eine Faschingsveranstaltung gehalten. Deswegen sage ich, je weniger Trara in der Stadt, desto würdiger das Gedenken. Abgesehen davon bin ich, was die Qualität des Plakats betrifft, mit dem Kollegen Urzetti einer Meinung. Sowas kann nur das Produkt von Vetternwirtschaft sein. Da brauche ich gar nicht auf die deutsche Übersetzung zu warten. Die haben Sie sicher auch schon parat, Frau Stadträtin, oder? Ja, Stadträtin Tomacki wird dazu gleich Stellung nehmen. Das Wort hat jetzt der Kollege Mitstimmer. Bitte, Herr Kollege. Ja, also ich finde das grafische Konzept der Kollegin nicht so schlecht. Einfach, einprägsam, ja auch irgendwie volksnah, so wie die Leute das gewohnt sind aus den Anzeigen in der Zeitung. Auch die Farben, so schwarz und weiß, ja einfach, aber einprägsam würde ich sagen. Im Italienischen finde ich den Spruch sehr treffend und volksnah. Ich bin jetzt echt gespannt auf die deutsche Variante. Ja, dann würde ich die Kollegin Tomacki bitten, uns jetzt die deutschsprachige Variante zu zeigen. Beh, a dire la verità, non è facile trovare una traduzione che coglie in pieno lo spirito del testo italiano. Comunque, ci abbiamo provato e naturalmente il testo non è definitivo e può essere migliorato. Am Karneval jedes Scherz zahlt. Das kann doch nicht wahr sein. Wollen Sie uns verarschen, Frau Kollegin?
Und für sowas werden unsere Steuergelder missbraucht. Ich bin empört. Veramente, non so. Hanno detto di aver scelto la traduzione migliore. Comunque, vi avevo detto che il testo poteva essere migliorato. In effetti, la pregherei proprio di migliorarlo. Intanto passiamo alla proposta che ci ha preparato il collega Ungläubiger. Bitte, Herr Kollege, zeigen Sie uns jetzt Ihren Vorschlag. Ja, also unser Konzept hat von vornherein einen sprachgruppenübergreifenden Ansatz. Das heißt, wir wollen mit einem einzigen Plakat alle Bürger unserer Stadt ansprechen. Dazu verwenden wir zunächst einmal ein aussagekräftiges, bildreiches, lautmalerisches, ja, ein werbewirksames Wort eben, das jeder versteht und das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann, wenn jeder hinschaut, dann sieht er die Aussage. Klein, aber dank der deutlichen Schriftzeichen gut leserlich in beiden Sprachen zugleich. Jeder sucht sich dann die Sprache aus, die er eben lesen möchte. Ich bin überzeugt, dass wir... Ma dai, basta chiacchiere! Abbiamo capito! Tira fuori il tuo sprachgruppenübergreifendes Konzept e facci vedere cosa avete fatto di bello. Consigliere Bianchi, la prego, l'assessore è sul punto di presentarci la sua proposta. Nicht wahr, Kollege Ungläubiger? Ja, natürlich. Ich war gerade dabei, auf die Maus zu klicken und jetzt tue ich's. Bitte schön, werte Kolleginnen und Kollegen, unser Vorschlag. Was halten Sie davon? Hoppla, gleich drei Wortmeldungen zugleich. Also Ladies first und dann nach dem Alphabet. Bianchi, Knoller, Urdetti. Ich bitte die Kollegen, sich kurz zu fassen. Es ist gleich 12 und wir haben uns so langsam eine kleine Stärkung verdient. Consigliere Bianchi, a lei la parola. Prima di tutto, devo dire che sta roba assomiglia più alla copertina di un fumetto americano che a un manifesto con il quale si vuole portare avanti una campagna seria. E poi, altro che sprachgruppenübergreifendes Konzept. Questo è roba da analfabeti. E il testo poi? Cosa volete dire con più carnevale, meno noia? Non è mica la pubblicità per un cioccolatino? Se non siete in grado di produrre qualcosa di più decente, è meglio lasciar perdere. Grazie, consigliere. Und damit bitte ich die Kollegin Knoller ihre Stellungnahme. Und ich erinnere daran, in der Kürze liegt die Würze. Ja, und stinkend und die leisen Fürze, im Stil ihres Werbeplakats zu bleiben. Also, verglichen mit dem, was Ihre Werbefritzen hier produziert haben, Kollege Ungläubiger, verglichen damit ist der Vorschlag der Kollegin Tomacki Weltliteratur. Wenn Sie so weitermachen, dann wird von unserer kulturellen Identität bald überhaupt nichts mehr übrig sein. Also, meine Meinung wunschgemäß kurz zusammengefasst. Das ist unterste Schublade. Zu so etwas könnte ich meine Zustimmung niemals geben. Damit haben wir ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. E con ciò passo la parola al consigliere Urzetti. Beh dai, forse ce la facciamo. Ma, tutto sommato, dal punto di vista grafico, la cosa non mi dispiace. Almeno non è il solito stile folklore naturalistico con montagne e cavalli avilignesi. Il testo naturalmente va modificato, qui ci vuole uno slogan più moderno, più giovane, insomma più libero, direi. E poi naturalmente... Il testo italiano va messo prima del testo tedesco, perché il manifesto lo leggono anche i turisti, che saranno soprattutto italiani. Sappiamo tutti che gli italiani si muovono più facilmente per una vacanza breve. Basta guardare i mercatini. Beh, per farla breve, io con le opportune modifiche potrei anche essere d'accordo. Grazie, consigliere Zetti. È arrivato puntuale come un treno svizzero. Quelli tedeschi, ho sentito, non sono più puntuali come una volta. Scherzi a parte, per fare delle modifiche sensate ci vuole un po' di tempo. Also, nachdem was wir heute gehört und gesehen haben, bin ich der Meinung, dass wir jetzt noch nicht über den Beschlussantrag des Stadtrats Ungläubiger abstimmen sollten. Wir sollten noch ein wenig über die Sache nachdenken. Ich habe ja auch so meine Vorstellungen. Wir sollten alles noch einmal genau prüfen und dann erst zu einer Entscheidung kommen. Ich beantrage deshalb die Vertagung des Tagesordnungspunktes auf die nächste Sitzung. Wer ist dafür?
Danke, einstimmig. So, und jetzt haben wir uns das Mittagessen redlich verdient. Und zwar ein ordentliches Mittagessen. Denn wer gut arbeitet, soll auch gut essen.